So, schauen wir mal, ob wir es diesmal besser packen. Die Pappfiguren hier sind echt zu geil. Vielleicht kann man sich sogar an die Rand schleichen, aber ich bezweifle das. Oder er schießt zwischendurch einfach mal. Er hat schon wieder keine Energieleiste. Spiel, sei mal nicht so langsam. Haut der rein, ey. Das. Wow! Alter, der trifft aber auch immer. Was soll denn das? Blutheilung. Blutheilung, bitte. Danke. Und wir schlucken gleich mal wieder eine Konserve. So. Wie machen das? Vielleicht muss ich ihn doch abknallen. Es geht irgendwie nicht anders. Steckt denn er gerade? Ich sehe ihn gerade nicht. Ist vielleicht eine gute Sache. Ich probiere mal, ihn jetzt abzuknallen, weil ich denke mal... Was zur... Ich denke mal, es zieht mehr ab, als wenn ich... einfach auf ihn draufschlage. Ja, ja, lad mal lieber nach. Ja. Zieht mehr ab. Ja, Blut. Ich brauch Blut. Sonst sterbe ich hier gleich. Haut der rein, ey. Ja, den Flammenwerfer nehmen wir auch noch mit. Und hauen nochmal die Shotgun weg. Wow, er hat nicht getroffen. Ich staune. Wow. Aua. Blutheilung. Haut er rein, ey. Das gibt's nicht. Hau ab hier. So, darf ich jetzt mal ein bisschen mich heilen? Danke. Ich weiß nicht, ich könnte auch zwischenspeichern, aber irgendwie nimmt das ja die Herausforderung so ein bisschen weg, mit einem Bosskampf zu speichern. Das ist schon übel, der Kampf, oder? Ja, die Bossmusik ist mal wieder weg. Ich sehe ihn, glaube ich. Vielleicht ist das Geheimnis, ihn zu entdecken, bevor er uns entdeckt. Nein, so nicht. Ich nehme nochmal Auspex. Bam, ich hab ihn voll erwischt, glaube ich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Bam! So, mein Freund. Sniper-Duell, bam! 102 habe ich ihn gerade abgezogen. Okay, das war nix. Uiuiui. Ja, jetzt schalt doch mal wieder raus da. Wo sind wir denn hier? Geh doch mal in Deckung. So. Haut der rein, ey. Wer das Spiel im Nahkampf gespielt hat, soll man mal sagen, ob das irgendwie einfach ist oder ob ich nur eine Taktik nicht sehe, die man braucht. Weil ich stelle mir das gerade richtig bockschwer vor. Und nehme mir nochmal Aristokratenblut. Ich nehme nochmal Aristokratenblut, danke. So. Und nehme nochmal Auspex, denn damit zittern meine Hände nicht so. Und los geht's. Bam, ein Treffer noch und der ist Geschichte. Ja, komm jetzt. Leg die Waffe weg. So. Das war's, mein Freund. So. Dum, dum, dum. Ah, der war nicht ohne. Wie der reingehauen hat. War schon nicht schlecht. Tja, das war's wohl. Kein Schlüssel oder irgendwas? Da ist die Tür da oben jetzt wahrscheinlich auf magische Weise offen. Ui, Wolfi! Witzig. Schießstände hier.
Nö, da liegt nur noch sein Schwert. Okay. Wir haben noch den Flammenwerfer noch gar nicht ausprobiert. Dazu kommen wir noch, denke ich. Hier noch irgendwas? Hallo? I told you everything. There's no reason for you to keep me here. Let me go! Mein Gott, sie haben Luther geschnappt. Dr. Johansen? I am an archaeologist. You can't hold me here like this. I am a hostage. I do not need protection. Bring me back to my hotel at once. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Dr. Johansen. Why are they doing this? What is this nonsense with the guns and the crosses and the talk of vampires? Why do they insist on keeping me here? Who are these people? Sie sind jetzt fort. Ich kann Sie gehen lassen, aber beantworten Sie meine Fragen. Bitte. Ja, okay. Anything, just get me out of these caverns and away from these crazies. I think I'm starting to get pneumonia. Sagen Sie mir, was Sie über den Sarkophag von Ankara wissen. The sarcophagus? You went through all that trouble for the sarcophagus? Yeah, I'll tell you. But don't you think it would be better to get out of here before those men come back? Anscheinend habe ich sie alle getötet, ohne es zu tun. Sie werden uns keinen Ärger mehr machen. I guess if you can get all the way here, you deserve the answers. But can I make one request first? After I answer your questions, you help me escape. Vielleicht. Ja klar, sicher. All right. Where should I begin? Sparen Sie mir den Scheiß. Was können Sie mir über den Sarkophag sagen? Let's start with the history of the Ankaran sarcophagus. That is a long and interesting legend, lost and found throughout the ages. Tell me, are you familiar with the Assyrians? Not really. Well, the Assyrians lived in Mesopotamia, a region between the Tigris and Euphrates rivers. Most of this territory is now modern-day Iraq, Iran, Turkey and Syria. Okay, Flüsse sagen mir noch was aus damaligen Schultagen. Geschichte habe ich in der Schule immer gehasst, aber nur weiter. They were warmongers, conquerors, a people driven to expand by their kings. Even before the Romans, they migrated their conquered people to the territories to stem revolt. But, I'm afraid I'm getting off the subject. Nur weiter. Yeah, well, the markings on the sarcophagus seem to hint that it is from some time between 1050 and 800 BC, which was a period of fierce expansion by the Assyrians. Oddly, for those years, only one king shows up on the historical record. Ja, ich frag einfach mal. Vielleicht ist ja was Interessantes dabei. While most likely he wiped all evidence of his predecessor's existence or passed the name to his heirs, one monarch, Mesarach, the one-eyed king, is given credit for the territory and achievements of this time. But he would have had to have been over 250 years old, like Dracula or something. Und was hat das mit dem Sarkophag zu tun? I find it hard to believe a sarcophagus with a person as important as Mesarach could remain in, what is the word, pristine or intact condition for so many years. But this is who is believed to be contained within. Warum öffnen Sie ihn nicht und finden es heraus? Maybe you have not heard. It was stolen from the museum before we had a chance to open it. Usually we use equipment to carbon date, x-ray and take air samples before we pry open the lid. Ersparen Sie mir den Scheiß. Oh nein, noch nicht. Sie haben sie mit einem Vampir verglichen, aus welchem Grund? No, it is interesting that you ask me that. The goddess on the outside of the sarcophagus was Lamastu. In Assyrian myth, Lamastu was an evil demoness who preyed on humans. Many people cite her as the mother of vampire myth, and...
Ja. The engravings on and found around the sarcophagus portray a regal figure drinking the blood of his enemies. Now, this image is found in many cultures, specifically among those of royal lineage. But there is a quite scientific explanation. Quite scientific explanation. A disorder known as porphyria. In short, it is caused by a deficiency of the iron in the blood, and in many cultures, for the nobility that could conceivably get away with the cure, the treatment was to drink human blood. Die Erklärung wurde Beckett wahrscheinlich gefallen. Also hat Messerach menschliches Blut getrunken? Perhaps. Drinking the blood of your enemies is, if nothing else, symbolic. It can inspire fear in your foes and dissidents. Don't misunderstand me. I in no way believe it was a vampire. Vampires. That's what caused this whole mess. These maniacs believe they exist. Was wissen Sie sonst noch über Vampire? Not much, really. I'm an archaeologist, not a mythologist. But I do know that Lamastu, the Assyrian demoness, was thought to have been the inspiration for Lilith, the first wife of Adam in the Jewish Old Testament, another source of the vampire myth. Glauben Sie wirklich, Messerach wäre in diesem Sarkophag? That I can't be sure of, nor can anyone. But I promise you, it is more likely to be filled with, gummy bears than vampires. Perhaps maybe a mummy, but not likely the kind to go about chasing Abbott and Costello. Wie haben Sie den Sarkophag von Ankara gefunden? That is, you see, in archaeology, one can spend years looking for a dig site, following local rumors, studying old maps. It's a complicated process, very boring. Ja, und du laberst auch schon relativ viel. Fahr fort. Finding and organizing a dig is the least interesting part of an archaeologist's job. Trust me, you don't want to hear about it. Dankeschön. Wie lässt sich der Sarkophag denn nun aufmachen? Ah, quite interesting. There is a surprisingly complex mechanical lock on the face of the sarcophagus. By sheer luck, we were able to find the key not far from the sarcophagus. Why no one ever found it and robbed it? It's perplexing. Ein Schlüssel, natürlich. Haben Sie ihn? How strange you would ask. I haven't seen the key since it was loaded onto the Elizabeth Dane in Turkey. It was stolen before the sarcophagus even. I am still hopeful that the police find both pieces before the contents can be disturbed. Haben Sie einen nachgemachten Zweitschlüssel? No, it's not the kind of key you can copy at the hardware store. It's actually very sophisticated, and I meant to study it at the museum. I've answered all your questions. Do you think now you could please get me out of here? I don't care who you are or why you've had so many questions about the sarcophagus. I just want to leave this place. Ja, ich denke, wir haben auch genug gelabert. Na schön, ich befreie Sie. In der Nähe liegt ein Boot, damit können wir fliehen. Thank you, my friend. I don't know where you came from, but I will never forget this kindness. No problem. Kommst du jetzt mit? Oh Gott, na das wird ja jetzt was. Das wird ja jetzt was. Würde mich fast wundern, wenn wir jetzt hier ohne Widerstand rauskommen. Oh oh. Komm mit! Was machst du denn da? Komm mit! Los! Ach, dann bleib halt da oben stehen. Ist mir jetzt auch egal. Vielleicht lädt er ja mit durch die Tür. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Oh Gott. Oh. Oder reicht es vielleicht, durch die Tür zu gehen? Ich hoffe es mal. Ich vermute, das Spiel sagt, nö, du darfst noch weiter rennen.
Mann, dieser Selbstzerstörungsmechanismus. Oh oh. Das ist echt ein knappes Zeitlimit. Und ich renne auch noch zurück zu dem Idioten. Oh, scheiße. Oh, oh Gott, oh Gott. Lauf doch mal, warum bist du denn so langsam? Schneller! Oh Gott, oh Gott. Das wird knapp, das wird knapp! Geschafft. Das war knapp. Das war knapp. Ich schätze mal, der sollte nicht mitrennen können, weil die NPCs dafür nicht gemacht sind, so schnell hier durchzuflitzen. Oder vielleicht ist er jetzt doch zufällig mit bei. Ich glaube, er soll wahrscheinlich sterben hier drin oder so. Damit es schwerer wird, den Sarkophag zu öffnen oder so. Typisch. Typisch. What the hell? Was zur Hölle ist hier passiert? Okay. Du komm mal mit.